Hallo, ich bin der Toddy und ich habe einen neuen Einsteiger-Guide für euch im Gepäck. Diesmal soll es rund um das Reiten bzw. Fliegen in World of Warcraft gehen und ich möchte euch hier einfach mal die Grundmechanik erklären. Das heißt, wo lerne ich das Reiten, welche Grundvoraussetzungen muss ich dafür haben, wo bekomme ich generell Reittiere her, möchte aber nicht explizit auf einzelne Reittiere eingehen. Das heißt, wo bekomme ich Mount XY oder so her, das wird es in diesem Guide nicht geben. Ich möchte einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil das wohl für Anfänger doch recht unübersichtlich und verwirrend sein kann. Am Anfang werdet ihr erstmal eine Zeit lang zu Fuß gehen müssen, denn den ersten Reitskill könnt ihr erst ab Stufe 20 erlernen. Es gibt noch mehrere Reitstufen, die uns dann auch das schnellere Fortbewegen auf den Reittieren ermöglichen, aber da kommen wir später zu. Jetzt gehen wir erstmal darauf ein, wo wir das erstmal prinzipiell lernen können. Um das Reiten dann lernen zu können, geht ihr zu einem Reitlehrer und der verkauft euch dann die Reitfähigkeit für Gold. In jedem Stadtgebiet gibt es einen Reitlehrer, ihr müsst aber nicht unbedingt zu dem Reitlehrer eurer Fraktion gehen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel als Troll auch zu dem Reitlehrer der Orks gehen. Das ist alles dann übergreifend. Das Ganze ist einfach nur so geschaltet, dass man da ja erstmal eine Zeit lang nur laufen muss und dann eben nicht die langen Laufwege hat. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, den Reitlehrer suchen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Quests, die euch dann direkt dahin leiten. Oder ganz zur Not geht ihr halt in die großen Hauptstädte der Allianz oder Horde und fragt da eine Wache. Die schicken euch dann zum Reitlehrer hin und dann könnt ihr das Ganze da lernen. Die Reitfähigkeit alleine bringt uns jetzt nicht so viel, wenn wir kein Reittier haben, auf dem wir reiten können. Glücklicherweise gibt es dafür die Mounthändler, die sich dann meist auch in der Nähe von den Reitlehrern aufhalten. Zu denen könnt ihr dann einfach hingehen und für ein bisschen Gold dann eben die Reittiere kaufen, auf denen ihr dann eben reiten könnt. Das Ganze ist am Anfang aber so, dass ihr nur bei den Händlern kaufen könnt, die von eurer Fraktion sind. Das heißt, wenn ihr Troll seid, dann könnt ihr nur beim Trollhändler eben diese Raptoren kaufen. Ihr könnt aber nicht nach Orima beispielsweise gehen und bei den Orks diese Wölfe kaufen, weil ihr im Ansehen da eben noch nicht so hoch seid. Das Ganze hat mit dem Hufsystem zu tun. Ihr müsstet also erstmal Aufgaben für die Orks dann erledigen und da im Ansehen steigen, damit die eben ja ihre Wölfe an euch verkaufen. Das Ganze ist aber rein optischer Natur, das heißt, alle Reittiere laufen gleich schnell, die sehen dann nur dementsprechend anders aus. Kommen wir als nächstes einmal zu den einzelnen Stufen beim Fliegen. Das ist relativ verwirrend, aber ich versuche euch das mal relativ logisch dann einmal aufzuschlüsseln. Auf Stufe 20 können wir das unerfahrene Reiten erlernen. Das ist die grundlegende Reitfähigkeit überhaupt dann eben Reittiere zu benutzen. Auf Stufe 40 gibt es dann den geübten Reiter. Da bewegen sich dann unsere Reittiere eben schneller vorwärts. Das heißt, wir sind einfach schneller unterwegs. Auf Stufe 60 fängt es dann an kompliziert zu werden. Da gibt es dann nämlich einmal das erfahrene Reiten. Das ermöglicht uns Flugmounts oder Flugreittiere zu benutzen. Allerdings nur in der Scherbenwelt. Wenn wir in der normalen Welt auch fliegen wollen, dann brauchen wir die Fluglizenz. Die gibt es auch ab Stufe 60, aber das sind dann zwei gesonderte Sachen. Das rührt einfach daher, dass das Fliegen erstmals im ersten Add-on The Burning Crusade eingeführt worden ist und da konnte man eben nur in der Scherbenwelt fliegen und hinterher kam eben das Fliegen auch für die allgemeine Welt und deswegen muss man eben diese Fluglizenz nochmal extra kaufen. Dann auf Stufe 68 gibt es den Kaltwetterflug, da können wir dann mit unseren Flugreittieren in Nordend fliegen. Auf Stufe 70 gibt es dann das gekonnte Reiten, da kann man dann schneller fliegen, also quasi der geübte Reiter für Flugreittiere. Und auf Stufe 80 gibt es dann das meisterhafte Reiten, das ist das schnellste Reiten bzw. schnellste Fliegen, was es dann momentan so gibt. Auf Stufe 85 können wir dann die Weisheit der Winde erlangen, das ist dann das Fliegen in Pandaria, das heißt wir können auf diesem Kontinent denn eben auch mit unseren Flugreittieren unterwegs sein. Dann fehlen noch Draenor und die Verheerten Inseln, das heißt die Kontinente aus den letzten beiden Erweiterungen, da gab es eine kleine Änderung, weil Blizzard das mit dem Fliegen etwas schwieriger machen wollte, das heißt da müssen wir dann die Pfadfindererfolge abschließen, um dann eben auf diesen Kontinenten fliegen zu können. Bodenreittiere können wir aber nach wie vor eben da auch benutzen.
Ich habe euch ja vorhin erklärt, wo ihr eure ersten Reittiere dann herbekommt, aber man möchte ja dann nach einer Zeit vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung haben und dann auch andere Reittiere sich besorgen. Deswegen möchte ich euch als nächstes dann einmal so einen kleinen Einblick geben, wo man prinzipiell dann noch Reittiere herbekommt. Zum einen ist das über Folge, das heißt Dungeon-Erfolge oder Raid-Erfolge, wo dann ein bestimmtes Reittier als Belohnung da ist, das bekommt ihr dann. Dann gibt es noch Drops, das heißt bei verschiedenen Bossen, World-Bossen oder Raid-Bossen oder wie auch immer, besteht dann eine Chance, dass eben ja dieses Reittier gedroppt wird und dann könnt ihr das benutzen und habt das dann in eurem ja, Fenster, in eurem Reittierfenster und könnt dann das eben auswählen. Ein weiterer Punkt sind die Ruffraktionen, was ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe. Es gibt natürlich noch mehr als nur diese Grundruffraktionen der einzelnen Völker. Es gibt dann auch neutrale Ruffraktionen, wo man dann eben Ruf farmen kann und die haben dann auch Händler und wenn man eine bestimmte Rufstufe hat, dann kann man eben die Reittiere da von denen erwerben. Über Berufe gibt es dann auch Reittiere, das heißt es gibt verschiedene Berufe, die dann eben Reittiere herstellen können. Der Schneider kann zum Beispiel einen fliegenden Teppich herstellen, auf dem man dann durch die Luft fliegen kann. Dann ganz neu gibt es Klassenbounce, die kann man über Questreihen dann bekommen in Legion und das ist halt für jede Klasse ein angepasstes Mount, was auch nur die eine Klasse dann benutzen kann. Über das PvP bekommt man ebenfalls Reittiere, die kann man sich dann gegen spezielle Marken kaufen oder auch eben durch Erfolge, aber das zählt dann ja auch mehr so in diese Erfolgssparte rein. Es gibt aber wie gesagt PvP-Händler, die dann eben die Mounts verkaufen. Dann gibt es auch noch den Blizzard Shop, da kann man ein bisschen Echtgeld auf den Tresen hauen und kann sich da dann einen Mount holen aus dem Shop. Ob man jetzt schön findet oder nicht, ist eine andere Sache. Ich wollte es aber nochmal der Vollständigkeit mit reinnehmen. Da kann man eben auch Mounts herbekommen. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Alle Mounts, die ihr bekommt, sind accountübergreifend. Das heißt, wenn ihr das auf einem Charakter einmal gelernt habt, dann habt ihr das in dem Reittierfenster und könnt dann dementsprechend von jedem Charakter darauf zugreifen. Es gibt auch einige Einschränkungen. Beispielsweise die Klassenmounts, die ich erwähnt habe, die kann natürlich nur dann zum Beispiel, wenn ihr das Paladin-Mount habt, nur ein Paladin benutzen. Die Berufsmounts sind teilweise auch so an die Berufe gebunden. Das heißt, mit dem Schneider-Mount könnt ihr nur durch die Gegend fliegen, wenn ihr auch Schneider seid. Und es gibt natürlich auch Fraktionsmounts in dem Sinne von Allianz und Horde. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Motorräder einmal auf der Hordenseite und einmal auf der Allianzseite. Ihr könnt dann nur mit einem Allianzcharakter das Allianzmotorrad und mit einem Hordencharakter das Horde-Motorrad benutzen. Um jetzt auf die Reittiere zugreifen zu können, geht ihr ins Reittierfenster. Das ist dieses kleine Pferdekopf-Symbol im Menü. Und da könnt ihr durch die Liste scrollen, könnt euch die auf der rechten Seite auch anschauen, wie die aussehen und könnt die dann einfach auch benutzen. Ihr könnt euch die aber zum Beispiel auch in eure Skill-Leiste ziehen, um dann da drauf zu klicken oder mit einem bestimmten Tastendruck immer auf dasselbe Mount dann eben zu steigen, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist. Ihr könnt auch suchen nach verschiedenen Namen, dann unter Umständen werden euch die ausgegraut angezeigt, dann habt ihr die eben noch nicht und dann könnt ihr, wenn ihr Mount-Sammler seid zum Beispiel, eben auch gucken, wo ihr die herbekommt, ein bisschen rumgoogeln. Es gibt auch verschiedene Guides für Erfolge zum Beispiel, wo man dann eben Mounts herkommt, aber wie gesagt, so weit möchte ich hier nicht gehen. Ansonsten wäre ich mit diesem Einsteiger-Guide auch schon wieder durch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was eben dieses Reiten angeht. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt gerne einen Kommentar und ich helfe euch dann nach bestem Wissen und Gehwissen weiter. Ansonsten würde es mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr eben meinen Kanal abonniert und meine Videos weiterempfehlt. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!